Hi Leute, genau hier stehen wir vom gefährlichsten Tier Deutschlands, der Zecke. In diesem Video möchte ich euch ein bisschen über die Zecke aufklären. Das Video basiert hierbei auf Wissen aus meinem Studium, eigener Erfahrung und eben eigener Recherche. Viel Spaß beim Video. Zuerst einmal, was sind überhaupt Zecken? Zecken sind kleine Tierchen, die sich vor allem an Wiesen, auf Waldböden oder eben an Sträuchern befinden. Dort warten sie auf ein Opfer, was sie dann im Vorbeistreifen greifen können, dort hochkrabbeln und dann eben Blut saugen. Es gibt allerdings auch Zecken, die aktiv auf die Jagd gehen. Allerdings ist das für den normalen Wander- oder Spaziergänger eher nicht so relevant, sondern eher für Leute, die sich stationär irgendwo im Wald aufhalten. In der Gesellschaft herrscht allerdings auch der Irrglaube, dass sich Zecken von Bäumen auf ihr Opfer runterstürzen. Das ist allerdings wissenschaftlich noch nicht ganz bewiesen. Und ich muss selber zugeben, dass ich selber auch noch nicht die Erfahrung damit gemacht habe. Wo kommen Zecken also vor? Zecken kommen eigentlich in allen Höhengebieten vor. In höheren eher weniger, in niedrigen eher mehr. Das kann vor allem durch Temperaturextreme bedingt sein. Zum anderen spielt natürlich auch der Bestand eine wichtige Rolle. Hierbei habe ich die Erfahrung gemacht, dass vor allem in Laubmischwäldern viele Zecken vorkommen, in fichtendominierten Wäldern eher weniger. Das kann zum einen auch durch den pH-Wert des Bodens sein. Nun, was ist denn so gefährlich an diesen kleinen Tierchen? Beim Stechvorgang und beim Saugvorgang, da werden verschiedene Flüssigkeiten ausgetauscht. Zum einen gelangt Blut in die Zecke und zum anderen gelangen Flüssigkeiten aus der Zecke in unseren Körper. Dabei spielen zwei Erkrankungen vor allem eine sehr, sehr wichtige Rolle. Zum einen die Frühsommer Meningoenzephalitis, kurz FSME, die durch Viren verursacht wird, und zum anderen auch die Borreliose, die wird durch Bakterien verursacht. Hier sagen auch wieder einige Quellen, dass man das direkt bei Einstich bekommen kann. Andere sagen, reden erst von einer Übertragung nach einer gewissen Zeit. Wieder zu mir. Ich wurde in meinem Leben bestimmt schon von Zecken im höheren zweistelligen Bereich gestochen. Bisher, toi toi toi, habe ich noch keine dieser Erkrankungen gehabt. Das liegt aber auch vor allem daran, dass ich mich regelmäßig dann absuche und dann auch Zecken früh genug ziehe. Also merkt euch am besten, je früher die Zecke gezogen wird, desto besser ist es auch für eure Gesundheit. Was passiert, wenn man infiziert wird? Bei der FSME kann die erste Phase asymptomatisch verlaufen. Das heißt, dass man keine Krankheitssymptomatik hat. Oder man hat eben Kopfschmerzen und zum Beispiel Fieber. Im späteren Verlauf kann sich dann eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung, bilden. Bei der Borreliose hat man einen etwas anderen Krankheitsverlauf. Hier hat man zuerst eine Rötung um die Einstichstelle, die sich dann kreisförmig ausbildet. Man spricht hier von einer Wanderröte. Solltet ihr das haben, solltet ihr direkt den Arzt aufsuchen. Im späteren Verlauf kann es sonst unbehandelt dazu kommen, dass man Schädigungen des Nervensystems, der Haut, der Organe oder eben des Herzens hat. In beiden Fällen jedoch ist es wirklich ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Wie kann man sich vor Erkrankungen schützen? Der einfachste Schutz gegen FSME ist eine einfache Schutzimpfung. Die kann man bei jedem Arzt eigentlich bekommen. Für Risikogruppen oder in Risikogebieten, die ich einmal hier einblende, ist diese Impfung sogar kostenlos. Gegen die Borreliose besteht leider keine Möglichkeit der Prävention. Hier kann man erst nach einem Stich einer Zecke reagieren. Dabei ist es natürlich wichtig, dass es früh erkannt wird. Dann kann Antibiotika verabreicht werden, was dann hoffentlich eben die Erkrankung heilt. Wie kannst du dich jetzt vor Zecken schützen? Zum einen natürlich die FSME-Schutzimpfung. Das ist ganz wichtig, das würde ich auch jedem empfehlen und jedem raten, der viel in der Natur ist. Dann auch das Tragen von langer Kleidung. Am besten nicht so dunkel wie ich, sondern eher so hell wie hier oben. So könnt ihr dann Zecken auch schnell erkennen und unschädlich machen. Dann das Meiden von hohem Gras. Wenn ihr da mal durch müsst, dann klopft euch am besten eben die Schenkel und die Schuhe ab. Was vielleicht auch helfen kann, sind Insektenschutzmittel. Ich habe hier zwar jetzt einfach mal Sonnencreme, weil ich zu Hause kein Schutzmittel mehr hatte, aber holt euch irgendwas aus der Apotheke, irgendwie was aus dem Drogeriemarkt, und da müsst ihr eben auch darauf achten. Die funktionieren unterschiedlich gut in Abhängigkeit von eurem Hauttyp bzw. von Schweißgeruch und so weiter. Dann absuchen nach Zecken. Am besten abends nach Wanderungen eben einmal absuchen, vielleicht auch am besten morgens. Je schneller ihr die Viecher findet, desto schneller könnt ihr sie ziehen. Das Risiko ist geringer einer Infektion. Ganz einfach. Und
dann dieser kleine Kamerad hier. Wenn ihr Zecken findet, solltet ihr sie natürlich fachgerecht ziehen. Das geht entweder mit so einer Plastikzange, aber auch mit Metallzangen, die ihr zum Beispiel in jeder Apotheke bekommen könnt. Wie entferne ich jetzt eine Zecke? Zuerst einmal bitte sprüht die Zecke nicht mit Desinfektionsmitteln oder sonstigen Mitteln ein oder drückt da irgendwie groß drum rum. Nehmt am besten eine desinfizierte, möglichst saubere Zeckenzange. Das könnt ihr mit dem Feuerzeug zum Beispiel bei Metallzangen erreichen oder eben mit Desinfektionsmittel bei allen möglichen Zangen. Dann packt ihr die Zecke am Kopf, also recht hautnah, und zieht die Zecke mit drehenden Bewegungen heraus. Die könnt ihr dann letztendlich auf ein Blatt Papier kleben und da könnt ihr auch sehen, ob der Kopf mit hinaus entfernt wurde. Bei den Medizinern streiten sich so ein bisschen die Lager, was letztendlich da ganz sinnvoll ist. Die einen sagen, okay, der Kopf altert eh mit der Zeit raus. Die anderen sagen, alles, was nicht in den Körper gehört, sollte hinausgezogen werden. Zumindest bei solchen kleinen Sachen. Und das würde ich auch praktizieren. Wenn es möglich ist, nehmt die Zecke komplett mit raus, dann habt ihr letztendlich weniger Probleme. Das war's auch schon mit meinem kleinen Zeckenguide. Bitte seht dieses Video nicht als Ersatz für einen Arztbesuch oder sonstiges. Ich bin nur Rettungssanitäter und Waldstudent und wollte einfach nur das Video ein bisschen machen, um euch über Zecken zu informieren. Wenn ich das geschafft habe und euch da etwas helfen konnte, dann freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn. Ciao.